Hallo und herzlich willkommen zurück beim großen Finale von Stacking. Wir sind gerade dabei, dem Baron in den Hintern zu treten. Und ja, ich glaube, wir brauchen die Hilfe unserer Schwester, um hier den Kohle wegzublasen. So, Schwesterchen. Abby! Oh, Abby war gerade eben. Abby war gerade eben. Jetzt kommt Agatha. So, Agatha, hilf mir bitte mal. So, wir brauchen hier einen Schreier. Schreihals. Ich denke, ich nehme dich, wenn ich darf. Aber ich vermute, dass du nichts dagegen hast, diesen Baron in den Hintern zu treten. So laut! Ja. Larp. Jetzt fehlt nur noch dieses letzte Hindernis. Und ich vermute, unser kleiner Bruder wird uns hier helfen können. Mit dem Schaufeln. Was willst du denn von mir, Vögelchen? Ich verstehe. So, und jetzt? Was soll ich jetzt tun, deiner Meinung nach, Vögelchen? Ich müsste nach da unten... Los, schnapp dir den bösen Mann, Herr Kraushaar. Dafür bekommst du eine riesengroße Umarmung, Herr Kraushaar. Ihr rußbedeckten Bauern seid hoffnungslose Fälle. Wächter! Levi, bist du das? Ich dachte, du könntest vielleicht etwas Hilfe gebrauchen, Charlie. Landstreicher-Team, bravo! Los, los! Alles klar, Charlie, jetzt bist du dran. Okay. Wir müssen wohl durch dieses Tor kommen, irgendwie. Albert ist mitgekommen, Agatha. Malodor. Entzündet dieses Tor. Oder auch nicht. Ah, natürlich. Wir müssen unseren Furz entzünden. Und dieses Tor... Das war zu spät. Hey, nicht wegrennen.
Das ist wohl... Oh, meine Güte. So schwer kann das doch nicht sein. Zeit für eine Schererei, Junge. Schere. Oh mein Gott, der jagt mich. Okay. Nein! Los, hol dir den Baron Charlie. Ja, ich hol ihn mir. Ich hol ihn mir. Keine Sorge. Ich hab einen Stein. Was hast du? Schere? Hahaha. Papier hat er jetzt. Ich brauche eine Schere, ich brauche eine Schere. Nein! Ah! Wo bist du? Wo bist du? Du bist im Stein. Gut, dann brauche ich Papier. Nein! Wieso bist du so schnell dich am Ändern? Ich muss abwarten. Nicht Papier, nicht Papier, nicht Papier, meine Güte. So, ihr habt ihn. Es hat leider nicht gereicht. So. Noch zweimal muss ich gewinnen, okay? So. Noch einmal. Er wird in Papier gehen. So, und du wirst zerschnitten. Das war's mit dir. Ein gutes Ende. Bist du in Ordnung, Sohn? Wo ist der Baron? Mir geht's gut, Papa, der Baron ist weg. Für immer, glaube ich. Den wären wir los. Charles, wir müssen diesen armen Weißen da rausholen. Moment, ich habe eine Idee. Wenige Augenblicke später... Du bist der Beste, Charlie. Danke, dass du uns gerettet hast. Anscheinend bist du jetzt ein Held, Sohn. Ich bin stolz auf dich. Ach, ich bin einfach nur ein Blackmore, Papa.
Nichts, was wir nicht in den Griff kriegen würden. Einige Zeit später im Haus der Blackmores. Papa! Kommt mal alle her, ich habe Neuigkeiten. Bei meiner neuen Arbeitsstelle haben sie mir heute Zulagen bezahlt und eine... Gans? Dein Lieblingsessen, stimmt's, Charlie? Charlie ist weg! Er ist wieder zurück zum königlichen Bahnhof. Nur die Ruhe. Wir bilden drei Rettungsteams. Agnes ruft deine Schwester Adelaide herbei und... Mach dir nicht so viele Sorgen, Schatz. Er besucht nur einen alten Freund. Weißt du hast recht. Wenn wir eines gelernt haben, dann, dass Charlie auf sich selbst aufpassen kann. Baron besiegt, Schornsteinfeger überlisten berüchtigten Industriellen. Ja, das war Stacking. Puh, das Finale war dann doch nochmal äußerst actionreich. Und ich fand die Darstellung der Explosion schon sehr amüsant, muss ich gestehen. So im Stil der Hollywood-Filme. Ja, ansonsten bleibt mir zu diesem Spiel nur zu sagen, ein absolut liebenswert gestaltetes Spiel. Dieser Stil des Stummfilms fand ich richtig gut rübergebracht. Auch die Grafik war überraschend, hat mir aber sehr gut gefallen. Und auch diese Idee der Matroschkas, diese Spezialfähigkeit auszunutzen, dass es sich ja aufteilen kann und wieder zusammenstecken kann, das habe ich so auch bisher noch nicht kennengelernt. Das fand ich sehr gut. Und ja, das Spiel hat auf jeden Fall wieder Spielwert. Ich meine, es gibt ja für jedes Rätsel verschiedene Lösungswege. Ich habe immer nur einen genommen. Und ja, wenn ihr selbst spielen wollt, ich kann euch nur dazu raten. Ich möchte mich dann auch mal fürs Zuschauen bedanken. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr gebt dem Spiel vielleicht selbst auch eine Chance. Oh, und da sind wir doch nochmal bei Levi und können nochmal unsere komplette Sammlung begutachten. Meine ist leider doch etwas lückenhaft, aber das könnt ihr ja bei eurem Durchspielen dann selbst besser machen. So, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass das Video eigentlich schon fertig ist. Aber na gut, ich hoffe... Wir sehen uns vielleicht in einem denn meiner nächsten Let's Plays wieder. Und ich konnte euch so ein wenig Lust auf dieses Spiel machen, das meiner Meinung nach wirklich eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es dürfte jetzt, ja, wenn das Video rauskommt, so gegen 14 Uhr sein. Ihr dürftet jetzt Feierabend haben und ich mache jetzt auch Feierabend. Bis zum nächsten Let's Play. Tschüss!